Erinnert ihr euch noch an mich? Maurelio. Maurelio Porzellani. Und meinen Freund, den Schweden. Er ist mein Bruder. Damals, als wir Jungen waren, hat der Aschenmann uns über alle Berge auf den höchsten Berg entführt. Ins Weihnachtsland. Hier gab es eine Schule, die dem Weihnachtsmann gehörte. Und wo man Tag für Tag nichts anderes lernte, als Weihnachtsmann zu werden. Die Schule der Weihnachtsmänner. Ein Hörspiel in drei Teilen. Von Karl-Heinz Koenig. Musik Rainer Quade. Regie Martin Zülker und Gerrit Bohms. Teil 2: Die Hütte im Wald. Singt es laut, singt es täglich. Ein anderes Weihnachten ist möglich. Das war vom ersten Tag an unser Wecker. Wir sprangen förmlich aus dem Bett. Der Schwede, Fitim, ich und all die anderen Jungen. Weihnachtsmänner, aufgepasst! Ab heute herrschen klare Regeln. Frühsport, Duschen, Zähneputzen. Frühstück bringt der Nussknacker-Express. Trinken und essen. Niemals vergessen. Das soll Frühstück sein? Zwei Pillen? Glaubt mir, Fitim, das ist alles, was ihr braucht. Spurenelemente, Vitamine. Brauch ich echte Frühstück? Schokoriegel, Chips und so. Schluck es runter, Herzchen. Es ist süß und gut für deinen Bartwuchs. Gut für Bartwuchs? Krass. Das ist komisch, Schwede. Willst du deine Pillen nicht? Ich nehme sie. Hier. Wow. Also schön. Wir sehen uns zur ersten Stunde. Die Leitung hat der Weihnachtsmann. Singt es laut, singt es täglich. Ein anderes Weihnachten ist möglich. Wir beginnen mit dem Schwersten. Ho, 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 dem Lachen. Denkt daran, es ist das Markenzeichen eines echten Weihnachtsmannes. Wer fängt an? Du da mit den Sommersprossen? Mach es einfach so wie ich. Ho, ho, ho. Hä, hä, hä? Für den Anfang gar nicht schlecht. Noch einmal. Ho, ho, ho. Hä, hä, hä? Na schön. Probieren wir es in der Gruppe. Die Japaner. Ho, ho, ho. Hi, hi, hi. Und die Schweizer. Ho, ho, ho. Hollerei. Bleiben noch die Russen. Ho, 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 ho. Singt es laut, singt es täglich. Ein anderes Weihnachten ist möglich. Zweite Lektion. Wie komme ich als Weihnachtsmann ins Haus? Durch den Keller, den Kamin, den Schornstein. Warum nehmt ihr nicht die Tür? Dafür gibt es eine Regel. Weihnachtsmänner klingeln nicht, sie klopfen. Haben alle eine Tür? Dann macht es so wie ich. Mit Eleganz und Grazie. Zeigefinger krümmen, tief ins Zwerchfell atmen. Und dann klopft ihr. Nicht zu leise, nicht zu leise. Hä? Voll krass. Ich sagte klopfen, Fitim. Boah. Nicht eintreten. Steht doch da, tritt ein.
Singt es laut, singt es täglich. Ein anderes Weihnachten ist möglich. Dritte Lektion, das Outfit. Haben alle ihr Kostüm? Die Motte. In meiner Größe gab es keins. Wenn du ein Kostüm willst, musst du wachsen. Die anderen stellen sich in einer Reihe auf. Das Kostüm des Weihnachtsmannes ist das A und O, die Quintessenz des Festes. Jedes Kind erkennt den Weihnachtsmann an seinem Outfit. Und es sieht sofort, wenn etwas nicht zum Outfit passt. Also, keine Armbanduhren, Zigaretten, Handys oder Turnschuhe für Tim. Hey, ist echt die mit Tort? Ab morgen nur noch Stiefel. Und jetzt Lippenstifte raus. Lippenstifte? Bin ich Mädchen oder was? In euren Säcken Puderdose, Lippenstift und Rouge. Eure Milchgesichter können etwas Pep vertragen. Oder glaubt ihr, meine roten Bäckchen sind Natur? Singt es laut, singt es täglich. Ein anderes Weihnachten ist möglich. Schwede. Schwede, bist du wach? Was ist denn, Mücke? Ich hab nachgedacht. Ich hab geschlafen. Wundert es dich nicht, dass alle Jungen hier dieselbe Sprache sprechen? Hat der Weihnachtsmann uns doch erklärt. Weihnachten ist eine Sprache, die uns angeboren ist. Deshalb kennt ein Weihnachtsmann auch alle Sprachen. Und wo sind die anderen Weihnachtsmänner? Welche? Die vom letzten Jahr und all den anderen Jahren. Weihnachtsmann zu sein ist eben sehr gefährlich. Viele kommen nicht zurück und der Rest wird leerer. Und was wird aus mir, wenn ich nicht wachse? Denk nicht so viel nach. Iss lieber deine Pillen. Davon kommt man echt gut drauf. Und ist gut für Bartwuchs, Bruder. Du kannst meine Pillen haben, Schwede. Wirklich, Mücke? Cool. Nix cool, ich auch. Ich träumte. Ich träume. Ich kämpfe nicht durch einen tief verschneiten Wald. Es ist dunkel wie in einer Kirche. Und die Bäume sind kalt wie Stein. Zwischen ihnen, kaum erkennbar, steht ein Holzhaus, halb versunken unter einem Dach aus Schnee. Durch die angelehnte Tür ist nichts zu sehen. Nur der Wind bewegt sie hin und her. Ich atme kaum. Ich horche. Maurel, Maurel. Ruft da jemand meinen Namen? Gold, mein Guter. Zögernd greife ich nach der Tür. Singt es laut, singt es täglich. Ein anderes Weihnachten ist möglich. In dieser Doppelstunde wollen Dr. Schranz und ich gemeinsam das Geheimnis lüften, das sich hinter Weihnachten verbirgt. Nun, wer weiß es, warum feiern wir das Weihnachtsfest? Da ist Cäsar gekreuzigt worden. Ganz nah dran. Der nächste? Internationaler Frauentag. Nicht schlecht. Martin Luther hat Geburtstag. Lange Nacht der Sonderlinge. Tag der unbekannten Weihnachtsgans. Alles nicht ganz richtig, alles nicht ganz falsch. Ich verrate euch, warum wir Jahr für Jahr die Tannenbäume schmücken und... Ich weiß es. Der Kleine dort
Wie war noch mal dein Name? Motte, Herr der Kekse und Makronen, hört nicht auf den Zwerg. Lass das Kerlchen doch erzählen. Also, warum feiern wir? Weil an diesem Tag das Jesuskind geboren wurde. Er war Gottes Sohn. Tausende von Jahren warteten die Menschen auf den Heiland, den Gesalbten, der den Frieden bringt. Tausende von Jahren warteten die Menschen auf den Heiland, den Gesalbten, der den Frieden bringt, der die Kranken tröstet und die Armen speist. Tausende von Jahren hielten die Betrachter der geheimen Dinge Ausschau auf den Gipfeln, bis ein Stern erschien, um ihnen die Geburt des Jesuskindes zu verkünden. Also wählten sie aus ihren Reihen 3 gekrönte Magier aus, die mit frisch geputzten Kronen den geschweiften Stern verfolgten bis nach Bethlehem. Und an welchem Tag soll dieses seltsame Ereignis stattgefunden haben? Im Jahre Null, am 24. Dezember, wie es in der Bibel steht. Es waren Hirten auf dem Felde und ein Engel sagte... Wenn ich unterbrechen darf, in der Bibel wird der 24. Dezember nicht mit einem Wort erwähnt. Tatsächlich, Schranz, du machst mich neugierig. Auch das Wörtchen Weihnachten sucht man vergeblich. Es kommt in der Bibel gar nicht vor. Ebenso wie Tannenbäume, Christbaumkugeln, Schlitten oder Schnee. Also ist der ganze Weihnachtszauber nichts als Hokuspokus. Dekadente Römer und verlauste Heiden haben Weihnachten erfunden. Es war dunkelster Dezember und sie brauchten etwas Spaß. Deshalb all die Lichter und das gute Essen, weil es kalt und finster war. Das ist das Geheimnis, Fürst der Überfüllung. Hinter Weihnachten steckt nichts. Auch kein Christkind, keine Krippe, kein erzwungenes Gebet. Nein, Gebieter, wir sind frei. Ein anderes Weihnachten ist möglich. Ohne Krippe, ohne Christkind, Spaß und Freude pur. Ihr lügt. Wer sagt das? Sankt Nikolaus. Er hat den Römern beigebracht, was Weihnachten bedeutet. Er hatte keine Angst vor ihrem Schwert. Er war sich nicht zu fein, an einen Gott zu glauben, der in einem Stall geboren wurde. Er war ein Heiliger, ein Held. Er war... Sankt Nikolaus hat niemals existiert. Es gibt ihn. Aber wer bist du? Ich werde dieses lästige Subjekt sofort entfernen. Nicht nötig, Schatz. Die Sache regelt sich von selbst. Denkt ihr an den gewissen Sackgebieter? Du sagst es, Schranz. Ich denke an den Sack. Wieder träumte ich. Derselbe Wald, dieselbe Hütte. Dieselben Stimmen rufen mich. Mein Gold, mein. Ich trete ein. Es ist stockfinster. Die rußgeschwärzten Wände dämpfen jeden Laut. Mich fröstelt. Jemand kichert in der Ecke. Da berührt mich eine Hand. Schwede! Aber Schwedes Bett war leer. Nur die Sterne funkelten durch das scheunengroße Fenster. Mücke! Psst! Komm her! Wir sind im Typsbett.
Rede. Ich hab nachgedacht. Schon wieder? Wir müssen weg. Heute Nacht. Etwa zur Grille? Schwede, mit ein bisschen gutem Willen wirst du auf dem Arbeitsmarkt dein volles Potenzial entfalten. Warum wirst du nicht Friseur? Vergiss es. Dieser Ort ist böse, Schwede. Lass uns fliehen. Jetzt. Kommt nicht in Frage. Hier, probier mal. Guter Stoff. Frühstückspillen? Eine ganze Tüte? Hat der Nussknacker an uns vertickt. Eigentlich in der großen Pause. Gegen alte Handy hab ich 5 davon. Los, probier, die macht dich stark und locker. Ich hab geträumt von einem Wald und einer kalten Hand. Fühl lieber meinen Bart. Die Pillen sind der Hammer. Gute Nacht. Du ahnst ja nicht, was dir entgeht. Gibst du mir eine Pille, Bruder? Hab ich bald Bart wie Weihnachtsmann. Die Zeit verging. Die Bärte wuchsen. Bei den anderen, nicht bei mir. Ob Chinese, Türke oder Afrikaner, ob mit Sommersprossen oder rotem Haar, jedem Jungen in der Schule wuchs ein weiß gelockter Bart. Das Gelächter, ihre Stimmen wurden tiefer und die Sommersprossen schwanden. Jeden Morgen war die Haut ein bisschen weißer. Alle Bäckchen wurden glatt wie Porzellan. Aus Gesichtern wurden Masken. In die Augen trat ein kalter Glanz. 1, 2, 3. Gut. Weihnachtsmänner, aufgepasst. Zur Versetzung in die nächste Klasse findet nachmittags ein Ringkampf statt. Es herrscht Mützenpflicht. Die Bärte sind zu striegeln. Alle Schüler sammeln sich um 3 Uhr pünktlich in der alten Post. Die alte Post war eine baufällige Scheune. Unterhalb der Schule stützte sie sich an den schroffen Berg. Früher hatte sie dazu gedient, die Briefe zu sortieren, die aus aller Herren Länder an den Weihnachtsmann gerichtet wurden. Ich kriege Post. Aus Pakistan, Afghanistan und Mekka. Moslems, Christen und Buddhisten, Juden, Hindus, Atheisten. Alle Kinder schreiben mir. Heute stand die Scheune leer. Verstaubte Wandregale, ungenutzte Fächer, Spinnweben zitterten im Wind. Durch die Bretterwände pfiff der Schneesturm, der sich um den Berg zusammenbraute. Von der Decke baumelte ein trübes Licht. Es ist klar, dass nur die Besten weiterkommen. Deshalb sieben wir die Hälfte von euch aus durch einen fairen Ringkampf. Wer im Zweikampf siegt, ist eine Runde weiter. Dr. Schranz, der Sack. Der gewisse Sack befindet sich in der gewissen Kiste im gewissen obersten Regal. Wer hilft ihm? Feed ihm? Kein Problem. Sorry, Bruder. Du Riesenross! Hilf mir, die Kiste aufzumachen.
hab ich alte Besen, alte Stiefel, Schwede, alte Mütze. Sieh doch nur. Alte Sack. Die Stiefel. Es sind seine Stiefel. Stiefel? Nikolaus war hier. Bischofs Mütze. Pack den Krempel wieder ein. Nur der Sack bleibt draußen. Dieser Sack entscheidet, wer es in die nächste Runde schafft. Sieger ist, wem es gelingt, den Gegner in den Sack zu stecken. Wer fängt an? Fitim, Mimimi und Thor, der isländische Hammer. Mit gesträubten Bärten starrten sich die Gegner an. Fitim war zwei Köpfe kleiner als der riesenhafte Thor. Ich zermölmen dir. Ich fressen dir zum Frühstück. Zwischen ihnen liegt der Sack. Aber Fitim lauert, täuscht, springt vor, stellt Thor ein Bein. Der strauchelt, fällt und Fitim packt, wirft ihn in den Sack und... Trotzdem, danke! Nur der leere Sack bleibt schlaff in Fitims Hand zurück. Wo war Thor geblieben? Wer versagt, verschwindet. Das ist das Besondere an diesem Sack. Paar umkreisten sich die Weihnachtsmänner, griffen zu und einer nach dem anderen verschwand, als hätte ihn der Sack verschlungen. Allerletzte Runde. Bleiben noch Maurelio, die Motte Porcellani und der Schwede. Feixend sammelten die Weihnachtsmänner sich zu einem Kreis. Eng und enger schlossen die Gewinner ihre Reihen. Finster ragte Schwede vor mir auf. Aber war das noch mein Schwede? Seine blonden Haare waren weiß, seine blauen Augen schwarz geworden. Glitzernd blickten sie ins Leere, hart und blank poliert wie Stein. Mücke ist kein Zwerg, er ist mein Bruder. Dieser Ort ist böse, Schwede. Ganz bestimmt, er ist mein Bruder. Lass uns fliehen, Schwede, jetzt! Welcher Dämmel hat sich da verspätet? Sagte ich nicht drei? Sagte ich nicht... Die Post ist da. Umtost vom Schnee, zerzaust von Wind und Wetter, stand eine hagere Gestalt im offenen Tor. Die schwarze Weste sturmgebläht, die Hosenbeine schlotternd, hob sie den rußgeschwärzten Bart. Der Aschenmann, wie immer ungebeten. Die Post ist da. Drei Wagen voll. Sieht an! Ächzend unter einem Berg von Briefen schoben sich gewaltige Räder durch das Tor. Vorne weg ein Ungeheuer, das den ersten Wagen zog. Hinter ihm ein zweiter, angeführt von einem zweibeinigen Ungetüm. Nach dem dritten Wagen und dem dritten Ungeheuer schloss der Aschenmann das Tor. Das soll alles sein? Drei Wagen? Das ist nur die Post aus Sylt. Und die Post aus Kuba. Und Amerika. Und China. Wir bemühen uns. Ich brauche Hilfe. Jemanden, der lesen kann. Hier steht die versammelte Elite. Such dir einen aus. Ich empfehle Bohr, den bulligen Bulgaren. Oder Bert, den breiten Belgier. Höchst belesen ist auch Kolja, unser kräftiger Kosake. Oder... Was ist mit dem Kleinen da? Komm her.
Du kannst doch lesen. Der liest nur, was ihm gefällt. Besser wäre Wim, der willige Wallone, oder... Der da. Welcher von den Vieren? Nummer 5. Hä? Der Kleine hier. Wie ist dein Name? Maurelio. Maurelio Porzellani. Maurelio Porzellani. Du kommst mit. Und wenn ich nicht will? Kommst du in den Sack, Versager. Mach dich fertig. Draußen ist es kalt. Schweigend stapften wir aus Bergeshöhen in das tief verschneite Tal. Der Schneesturm hatte sich verzogen. Kein Wölkchen stand am Himmel. Vorneweg die Ungeheuer, fellbedeckt, gehörnt, gespickt mit Laub und Ästen. Ihre Wagen hatten sie zerlegt und trugen das gewaltige Paket samt Brettern, Bolzen, Rädern auf dem Rücken. Mussten wir die Höhenstraße nehmen. Auf dem Rückweg nutzen wir den Pass. Unbeirrt, wie Gemsen im Gebirge, witterten die Ungeheuer selbst im tiefen Schnee den Pfad. Ihre mächtigen Gestalten zogen eine breite Schneise durch den Schnee. Plötzlich, auf der halben Strecke, blieben sie wie angewurzelt stehen. Ihre Nüstern in den Wind gehoben, dampften sie wie Schlote. Sie wittern ihr Zuhause. Es ist nicht mehr weit. Wo ist es? Unter dir. Der Wald? Der Sauwald ist so groß, dass selbst die Tiere sich in ihm verirren. Der Sauwald ist so alt, dass selbst die Zeit nicht weiß, wann er gewachsen ist. Der Sauwald ist so grausam, dass die Bäume sich in seinem Schatten fürchten. Und er schweigt so tief, dass niemand fragt, warum er Sauwald heißt. Wir waren stundenlang gewandert. Es war Nacht geworden über unserem Weg. Der Aschenmann trug eine Fackel. Umtanzt von Schatten stapften wir durch meterhohen Schnee, über gestürzte Bäume, unter Wurzeln, die sich knorrig wölbten wie ein Tor, bis der Aschenmann zum Zeichen unserer Ankunft seine Fackel in den Boden stieß. Wir sind da. Wo sie im Schnee verlosch. Hier ist die Hütte. Klopf deine Stiefel ab, bevor du eintrittst. Und sei leise. Alle anderen schlafen schon. In der Hütte war es dunkel, bis auf einen matten Schimmer, Reste in der Ofenglut. Aus dem Dunkeln hörte ich Geräusche. Jemand atmete im Schlaf. Leg dich in die Ecke. Du wirst müde sein. Die Nacht ist kurz. Lange lag ich wach und dachte an den Schweden. Seine kalten Augen. Sein Gelächter, als ich aufgebrochen war. Hatte er mich schon vergessen? War er schon ein Weihnachtsmann? Sankt Nikolaus, du Helfender, du Himmlischer, du Holder, beschütze meinen besten Freund, schenke seiner Seele Klarheit, trage Wärme in sein Herz und erfülle seinen Geist mit deiner Liebe. Ein Stockhieb weckte mich. Mach schon! Ein altes Weib mit Ziegen, Bart und Hörnern. Auf! Es wird bald Abend! Es war noch nicht mal Tag.
Im grauen Dämmerlicht bemerkte ich, dass alle anderen ausgeflogen waren. Ein Feuer prasselte und rötete den rußgeschwärzten Raum. Die Hütte war aus rohen Baumstämmen gezimmert. Ein grüner Kachelofen nahm die Stirnwand ein. In der Mitte stand ein Tisch, umringt von Bänken. Ich war allein mit der gehörnten Alten, ihrem Ziegenkopf, den gelben Augen und dem blau getupften Rock. Eil dich, Faulpest, und mach Kaffee! Wird's bald! Au! Kaffee, ja. Wo ist denn die Maschine? Hier! Der Sack mit Eicheln. Einmal zeige ich dir, wie es geht. Morgen kochst du selber Kaffee. Siehst du diese Schaufel? Mhm. Eine Schütte Eicheln in die Ofenglut. 10 bis 23. Nimm den großen Topf und dann schaufelst du die Eicheln samt der Asche in das Wasser. Tassen? Wer braucht Tassen? Denk genügend. Löffel auf. Wir sind zu 12. Das heißt 13, wenn du bleibst. Hier dein Löffel. Ah, die Kleinen kommen heim. Grüß dich, Hadi. Grüß dich, Adelheid. Morgen. Morgen. Grüß dich, Adelheid. Morgen. Wie oft soll ich euch noch sagen, klopft die Schuhe draußen ab. Eine seltsame Gesellschaft polterte herein. Vorneweg der Aschenmann. Du hast verschlafen. Dicht gefolgt von einem Kerl mit zwei Gesichtern. Was für ein schöner Tag. Und eins am Hinterkopf. Ich hasse dieses Wetter. Das ist der Doppelte. Er lacht nach vorn und flucht nach hinten. Als nächster kam ein knochenbleicher Mann mit schwarzem Hut und blauen Lippen. Das ist der kalte Klaus. Er knisterte vor Frost. Nimm dich in Acht vor seinem Atem. Der dritte roch nach Terpentin und war geschuppt und braun wie ein gedörrter Zapfen. Das ist der Tannenklaus. Die nächsten waren ganz aus Stroh wie Vogelscheuchen. Das waren die Zundelkläuse. Der Rest war mir bekannt. Die Ziege Adelheid und die drei Ungeheuer. Das sind die Wüstendrillinge, die Hecke, Klotz und Klette. Zu Tisch, ihr Weihnachtskläuse! Wie war die Morgenernte? Gut, du kriegst zu tun. Das Bügeleisen steht schon in der Glut. Jetzt setzt euch, Kläuse. Kaffeezeit. In diesem Augenblick ertönte ein Gerumpel vor der Tür. Sie wurde aufgestoßen. Und ein Mann mit Schweinekopf und schwarzen Borsten stampfte großlos in den Raum. Gelbe Hauer ragten aus dem Unterkiefer. Sein behaarter Rüssel tropfte. Und die Äuglein stachen klein und böse aus dem schwarzen Eberkopf. Ah, Schweineklaus! Dein Topf steht auf dem Ofen. Hühnerfüße, schimmliges Brot und Abfall. So wie du es gern magst. Grunzend trollte sich der Schweineklaus in eine Ecke. Gierig fraß er aus dem Topf.
Alle anderen hockten um den Tisch und tunkten ihre Löffel in den Kaffee. Schweigend schlürften sie das widerwärtige Gebräu. Vollpilz! Ach, iss! Benutz den Löffel! Oh, da machst du meinen Kaffee nicht? Ich bin noch satt von gestern. Gib dem Jungen Milch und Käse. Milch gibt's nur am Feiertag. Weißbrot, Marmelade, Butter, alles ist drin. Unsere guten Sachen. Ist der Herr der Weihnachtsmann? Er ist euer Lehrer, Heidi. Er bringt euch das Lesen bei. Euer Lehrer? Ganz bestimmt nicht. Nein, ich bin... Du bist es, Junge. Ich habe lange nach dir gesucht. Mein Goldener, mein Guter. Der Herr Lehrer! Der Herr Lehrer! Warum hat er das nicht gleich gesagt? Kommt er aus der großen Stadt und will nichts essen? Aber Ziegenmilch und Ziegenkäse aus der eigenen Verwendung. Und der gute Ziegenrat. Konfitüre, Krapfen, Bienenhonig, das wird dem Herrn Lehrer munden. Der Herr Lehrer ist es wert. Iss und trink dich satt, mein Junge. Gleich beginnt dein Unterricht. Christkind. Jeden Morgen nach dem Frühstück hockten wir uns um den Tisch und lernten. Alle Klöße waren da. Der Tannenklaus, der kalte Klaus, der doppelte, die Zündelklöße, die Wüstendrillinge und Adelheid, die Ziege. Als Lesebuch benutzten wir ein Bündel alter Briefe. Richte auch Maria meine Grüße aus. Hier, aussortierte Post. Die kann der Weihnachtsmann nicht leiden. Lieber Weihnachtsmann, warst du immer schon so dick? Oder fehlt dir eine Frau, die dir gesundes Essen kocht? Das ist sehr wichtig. Ich bin schlank und Kochen ist mein Hobby. Also melde dich, wenn du noch nicht vergeben bist. Lieber Weihnachtsmann, ich sollte nicht an fremde Männer schreiben. Deshalb faxe mir eine Kopie von deinem Personalausweis mit Bild. Dann schicke ich dir Namen und Adresse und die Liste der Geschenke, die mir von Gesetzes wegen zustehen. Lieber Weihnachtsmann, ich habe keine Wünsche, denn ich bin ein reiches Kind. Ich besitze alles. Schönheit, Klugheit, Anmut und viel Geld. Einen und dazu noch einen äußerst großzügigen Charakter. Charakter, kalter Klaus. Man spricht das CH hier wie? Kartoffel. Der kalte Klaus, der Tannenklaus, der doppelte, die Zundelklause, die Wüstendrillinge und Adelheid, die Ziege. Alle Weihnachtskläuse lernten schnell. Nur der Schweineklaus blieb in der Asche sitzen und kratzte Schimmel aus dem Topf. Nachmittags war keine Schule. Dann ging es hinaus zur Ernte. Und am ersten Tag nahm der Tannenklaus mich mit. Hier, die Axt, Herr Lehrer. Gerade in den Baum. Ja. Und jetzt? Jetzt zapfst du ihm das Baumharz ab. Oh, nicht zu heftig. Lass den Baum zur Ader, bring ihn nicht um. Okay. Gut, ja.
Pechöl ist das beste Mittel gegen Haarausfall und Tod. Aber nicht das Pechöl war es, das wir ernten sollten. Das lag nur auf unserem Weg. Unser Ziel war eine Gruppe riesig hoher Bäume, deren Kronen sich mit königlichem Rauschen über den gesamten Wald erhoben. Hier wächst die Post. Du musst die Briefe ernten. Sie wachsen in den Wipfeln. Die Briefe? Ja, an den Weihnachtsmann. Dort oben, auf den Bäumen. Oder glaubst du, jemand schickt sie mit der Post? Der Tannenklaus befestigte die Steigeisen an meinen Stiefeln und schickte mich hinauf. Ich kletterte bis in den Wipfel. Die Axt in meinem Gürtel blitzte. Die Äste bogen sich im Wind. Trotzdem erfasste mich kein Schwindel. Als ich oben ankam, weitete sich meine Brust. Ich sah hinaus bis in die Berge, bis zum Nebelberg, der wie ein König über allen Gipfeln thronte, um die Krone einen zuckerweißen Nebelkranz, der die Schule und den Weihnachtsmannpalast verbarg. Und dann sah ich sie, die Briefe, meilenweit, soweit das Auge reichte, blühten sie im Wald. Bündelweise hingen Briefe in den Zweigen, spreizten sich wie Zapfen auf, schaukelten wie Wespennester in den Ästen, zitterten wie Laub. Ja. Weißt du noch, wie du die Axt benutzt, Herr Lehrer? Mit Vorsicht! Der Tannenklaus war in den Nachbarbaum geklettert und winkte mir kurz zu. Dann schwang er seine Axt und erntete die Briefe, indem er wie ein Eichhorn durch die Äste sprang, aus denen Brief um Brief zu Boden schneite, wie Blütenblätter im April. Wirf die Briefe runter durchs Geäst. Später sammeln wir sie auf. Ich bin fertig hier. Ich kletter runter. Spar dir das. Wir springen weiter. So. Von Baum zu Baum. Und vor, zurück, vor. Mit diesen Worten schwang der Tannenklaus sich auf dem höchsten Wipfel hin und her, bis er genügend Schwung besaß, um loszulassen und zum nächsten Baum zu springen. Mach's mir nach, Herr Lehrer. Komm! Okay. Und. Jahu! So sprangen wir von Baum zu Baum und ernteten die Briefe. Im Abenddämmer liefen wir nach Hause, die Körbe auf den Rücken vollgestopft mit Post. Den Rest sammeln die anderen Kläuse. Morgen in der Frühschicht. Darf ich dich etwas fragen, Tannenklaus? Ja, gewiss. Wer sind die Weihnachtskläuse? Wer wir sind? Frag mich lieber, wer wir waren. Stolze Kerle, wild und frei. Und wer seid ihr heute? Sklaven sind wir. Knechte. Diener eines falschen Herrn. Ist es der Aschenmann? Oder der Weihnachtsmann? Ich hab schon zu viel gesagt. Da vorne ist die Hütte. Die Hütte war viel größer, als ich nachts vermutet hatte. Links und rechts war sie ergänzt durch Schuppen für die Wagen, für das Werkzeug und die Post. Und aus ihrer Rückwand wuchs ein Turm, den ich zunächst für einen Baum gehalten hatte. Aber jetzt im Abendlicht erkannte ich den grauen Stein, die blinden Fenster und den glasgedeckten Helm des Turmes, der sich mit dem Rot der Abendsonne füllte, als sie leuchtend unterging. Ein Leuchtturm.
Hier draußen im Wald. Das ist... Dieser Nikolaus, von dem du immer redest, ist der das ganze Jahr auf Wanderschaft? Oder hat er auch ein Haus? Er lebt in einem Leuchtturm, Schwede. In den Bergen? Dieser Leuchtturm war schon vor den Bergen da. Klopf deine Stiefel ab. Mit Adelheid ist nicht zu spaßen. Unser Tag war längst noch nicht zu Ende. Sehr viel Arbeit wartete auf uns. Alle Briefe mussten aufgebügelt werden. Frisch geerntet waren sie noch blass und farblos, ohne Anschrift oder Adressat. Bleich wie Wachspapier nahm Adelheid sie aus den Körben, breitete sie auf dem Holztisch aus. Und dann fuhr sie mit dem Bügeleisen in die frischen Briefe. Das rote Eisen zischte. Dampfend zeigte sich die Schrift. An den Weihnachtsmann am Nordpol. An Befana, Weihnachtshexe in Italien. An das Väterchen Frost. An die heilige Lucia. An den Nikolaus. Schriftgirlanden aus Arabien. Luftpost aus der Mongolei. Filzstift, Füller, Druckbuchstaben, Wachsmalstifte, Schreibmaschinenschrift. Rote, grüne, gelbe Marken. Briefe aus der ganzen Welt stoben unter ihrem Bügeleisen durch den Raum. Aufgetürmt zu großen Haufen wurden sie sortiert. Briefe an das Christkind, Nikolaus, die heilige Lucia, in den Ofen. Alles andere geht an den Weihnachtsmann. Weihnachtsmann? Weihnachtsmann? Früher hatte nur der Aschenmann die Post sortieren können. Seit die Kläuse lesen lernten, ging es fast 12-mal so schnell. Nur der Schweineklaus saß grunzend in der Ecke, fraß aus seinem Topf und wurde täglich fetter, während wir die Post sortierten und der Aschenmann mit steinernem Gesicht den Zundelkläusen zusah, die die Briefe an den Nikolaus, das Christkind und die heilige Lucia in den Ofen schaufelten. Feuerchen! Das Feuerchen! Zündern! 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 Oh, oh, oh. Nur bestimmte Wünsche sind dem Weihnachtsmann willkommen. Nur bestimmte Wünsche liest er gern. Eine Rennbahn. Ein Kaninchen. Eine neue Taucheruhr. Ein Jogginganzug. Locken. Ein Kaninchen. Glatte Haare. Heimroboter. Ein Klavier. Märchen. Ein Diamant. Locken. Ein Kasperletheater. Ein Trikot. Ein Alpenfeilchen. Glatte Haare. Eine Puppe. Ein Klavier. Eine Puppe, die weint. Schwarze Socken. Schlagzeug. Ninja Schlechter. Ein Trikot der Nationalmannschaft. Eine Diamant. Eine Kiste Bier. Snowboard. Einen Jogginganzug. Ninja Schlechter. Braune Socken. Ein Klavier. Gelbe Socken. Rosa Socken. Braune Socken. Rote Socken. Unser Universum ist erfüllt von Wünschen. Sie sind überall. In den Sternen, in der Luft und auf den Bäumen. Die Luft wünscht Freiheit. Die Erde Festigkeit. Die Sterne wollen glänzen. Doch am meisten wünscht der Mensch. Wer die Wünsche eines Menschen kennt, ist sein Gebieter. Wer die Wünsche aller Menschen kennt, beherrscht die Welt. Ho, 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 ho. Wurde ich bald Bart wie Weihnachtsmann. Oh.
Die Zeit verging. Die Bärte wuchsen. Bei den anderen, nicht bei mir. Ob Chinese, Türke oder Afrikaner, ob mit Sommersprossen oder rotem Haar, jedem Jungen in der Schule wuchs ein weiß gelockter Bart. Das Gelächter, ihre Stimmen wurden tiefer und die Sommersprossen schwanden. Jeden Morgen war die Haut ein bisschen weißer. Alle Bäckchen wurden glatt wie Porzellan. Aus Gesichtern wurden Masken. In die Augen trat ein kalter Glanz. 1, 2, 3. Gut. Weihnachtsmänner, aufgepasst. Zur Versetzung in die nächste Klasse findet nachmittags ein Ringkampf statt. Es herrscht Mützenpflicht. Die Bärte sind zu striegeln. Alle Schüler sammeln sich um 3 Uhr pünktlich in der alten Post. Die alte Post war eine baufällige Scheune. Unterhalb der Schule stützte sie sich an den schroffen Berg. Früher hatte sie dazu gedient, die Briefe zu sortieren, die aus aller Herren Länder an den Weihnachtsmann gerichtet wurden. Ich kriege Post aus Pakistan, Afghanistan und Mekka. Moslems, Christen und Buddhisten, Juden, Hindus, Atheisten. Alle Kinder schreiben mir. Heute stand die Scheune leer. Verstaubte Wandregale, ungenutzte Fächer, Spinnweben zitterten im Wind. Durch die Bretterwände pfiff der Schneesturm, der sich um den Berg zusammenbraute. Von der Decke baumelte ein trübes Licht. Es ist klar, dass nur die Besten weiterkommen. Deshalb sieben wir die Hälfte von euch aus durch einen fairen Ringkampf. Wer im Zweikampf siegt, ist eine Runde weiter. Dr. Schranz, der Sack. Der gewisse Sack befindet sich in der gewissen Kiste, im gewissen obersten... 24. Dezember, wie es in der Bibel steht. Es waren Hirten auf dem Felde und ein Engel sagte... Wenn ich unterbrechen darf, in der Bibel wird der 24. Dezember nicht mit einem Wort erwähnt. Tatsächlich, Schranz, du machst mich neugierig. Auch das Wörtchen Weihnachten sucht man vergeblich. Es kommt in der Bibel gar nicht vor. Ebenso wie Tannenbäume, Christbaumkugeln, Schlitten oder Schnee. Also ist der ganze Weihnachtszauber nichts als Hokuspokus. Dekadente Römer und verlauste Heiden haben Weihnachten erfunden. Es war dunkelster Dezember und sie brauchten etwas Spaß. Deshalb all die Lichter und das gute Essen, weil es kalt und finster war. Das ist das Geheimnis, Fürst der Überfüllung. Hinter Weihnachten steckt nichts. Auch kein Christkind, keine Krippe, kein erzwungenes Gebet. Nein, Gebieter, wir sind frei. Ein anderes Weihnachten ist möglich. Ohne Krippe, ohne Christkind, Spaß und Freude pur. Ihr lügt. Wer sagt das? Sankt Nikolaus. Er hat den Römern beigebracht, was Weihnachten bedeutet. Er hatte keine Angst vor ihrem Schwert. Er war sich nicht zu fein, an einen Gott zu glauben, der in einem Stall geboren wurde. Er war ein Heiliger, ein Held. Er war... Sankt Nikolaus hat niemals existiert. Es gibt ihn. Aber wer bist du? Ich werde dieses lästige Subjekt sofort entfernen. Nicht nötig, Schatz. Die Sache regelt sich von selbst. Denkt ihr an den gewissen Sackgebieter? Du sagst es, Schranz. Ich denke an den Sack.
Wieder träumte ich. Derselbe Wald, dieselbe Hütte. Dieselben Stimmen rufen mich. Ich trete ein. Es ist stockfinster. Die rußgeschwärzten Wände dämpfen jeden Laut. Thor, der isländische Hammer. Mit gesträubten Bärten starrten sich die Gegner an. Fitim war zwei Köpfe kleiner als der riesenhafte Thor. Ich zermölmen dir. Ich fressen dir zum Frühstück. Zwischen ihnen liegt der Sack. Aber Fitim lauert, täuscht, springt vor, stellt Thor ein Bein. Der strauchelt, fällt und Fitim packt, wirft ihn in den Sack und... Trotzdem, danke! Nur der leere Sack bleibt schlaff in Fitims Hand zurück. Wo war Thor geblieben? Wer versagt, verschwindet. Das ist das Besondere an diesem Sack. Paar umkreisten sich die Weihnachtsmänner, griffen zu und einer nach dem anderen verschwand, als hätte ihn der Sack verschlungen. Allerletzte Runde. Bleiben noch Maurelio, die Motte Porcellani und der Schwede. Feixend sammelten die Weihnachtsmänner sich zu einem Kreis. Eng und enger schlossen die Gewinner ihre Reihen. Finster ragte Schwede vor mir auf. Aber war das noch mein Schwede? Seine blonden Haare waren weiß, seine blauen Augen schwarz geworden. Glitzernd blickten sie ins Leere, hart und blank poliert wie Stein. Mücke ist kein Zwerg, er ist mein Bruder. Dieser Ort ist böse, Schwede. Ganz bestimmt, er ist mein Bruder. Lass uns fliehen, Schwede. Jetzt! Schwede! 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 Welcher Dämmel hat sich da verspätet? Sagte ich nicht drei? Sagte ich nicht? Die Post ist da. Umtost vom Schnee, zerzaust von Wind und Wetter, stand eine hagere Gestalt im offenen Tor. Die schwarze Weste sturmgebläht, die Hosenbeine schlotternd, hob sie den rußgeschwärzten Bart. Ach, der Aschenmann, wie immer ungebeten. Die Post ist da. Drei Wagen voll. Nimm das Baumharz ab. Oh, 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 nicht zu heftig, nicht zu heftig. Lass den Baum zur Ader, bring ihn nicht um. Okay. Gut, gut, ja. Pechöl ist das beste Mittel gegen Haarausfall und Tod. Aber nicht das Pechöl war es, das wir ernten sollten. Das lag nur auf unserem Weg. Unser Ziel war eine Gruppe riesig hoher Bäume, deren Kronen sich mit königlichem Rauschen über den gesamten Wald erhoben. Hier wächst die Post. Du musst die Briefe ernten. Sie wachsen in den Wipfeln. Die Briefe? Ja, an den Weihnachtsmann. Dort oben, auf den Bäumen. Oder glaubst du, jemand schickt sie mit der Post? Der Tannenklaus befestigte die Steigeisen an meinen Stiefeln und schickte mich hinauf. Ich kletterte bis in den Wipfel. Die Axt in meinem Gürtel blitzte. Die Äste bogen sich im Wind.
Trotzdem erfasste mich kein Schwindel. Als ich oben ankam, weitete sich meine Brust. Ich sah hinaus bis in die Berge, bis zum Nebelberg, der wie ein König über allen Gipfeln thronte, um die Krone einen zuckerweißen Nebelkranz, der die Schule und den Weihnachtsmannpalast verbarg. Und dann sah ich sie, die Briefe, meilenweit, soweit das Auge reichte, blühten sie im Wald. Bündelweise hingen Briefe in den Zweigen, spreizten sich wie Zapfen auf, schaukelten wie Wespennester in den Ästen, zitterten wie Laub. Ja. Weißt du noch, wie du die Axt benutzt, Herr Lehrer? Mit Vorsicht! Der Tannenklaus war in den Nachbarbaum geklettert und winkte mir kurz zu. Dann schwang er seine Axt und erntete die Briefe, indem er wie ein Eichhorn durch die Äste sprang, aus denen Brief um Brief zu Boden schneite, wie Blütenblätter im April. Wirf die Briefe runter durchs Geäst. Später sammeln wir sie auf. Ich bin fertig hier. Ich kletter runter. Spar dir das. Wir springen weiter. So, von Baum zu Baum. Und vor, zurück, hervor. Mit diesen Worten schwang der Asche in das Wasser. Tassen? Wer braucht Tassen? Denk genügend. Löffel auf. Wir sind zu 12. Das heißt 13, wenn du bleibst. Hier dein Löffel. Ah, die Kleise kommen heim. Grüß dich, Heidi. Grüß dich, Adelheid. Morgen! Morgen! Grüß dich, Adelheid! Morgen! Wie oft soll ich euch noch sagen, klopft die Schuhe draußen ab! Eine seltsame Gesellschaft polterte herein. Vorneweg der Aschenmann. Du hast verschlafen. Dicht gefolgt von einem Kerl mit zwei Gesichtern. Was für ein schöner Tag! Und eins am Hinterkopf. Ich hasse dieses Wetter! Das ist der Doppelte. Er lacht nach vorn und flucht nach hinten. Als nächster kam ein knochenbleicher Mann mit schwarzem Hut und blauen Lippen. Das ist der kalte Klaus. Er knisterte vor Frost. Nimm dich in Acht vor seinem Atem. Der dritte roch nach Terpentin und war geschuppt und braun wie ein gedörrter Zapfen. Das ist der Tannenklaus. Die nächsten waren ganz aus Stroh wie Vogelscheuchen. Das waren die Zundelkläuse. Der Rest war mir bekannt. Die Ziege Adelheid und die drei Ungeheuer. Das sind die Wüstendrillinge, die Hecke, Klotz und Klette. Zu Tisch, ihr Weihnachtskläuse! Wie war die Morgenernte? Gut, du kriegst zu tun. Das Bügeleisen steht schon in der Glut. Euch, Kläuse, Kaffeezeit! In diesem Augenblick ertönte ein Gerumpel vor der Tür. Sie wurde aufgestoßen und ein Mann mit Schweinekopf und schwarzen Borsten stampfte großlos in den Raum. Gelbe Hauer ragten aus dem Unterkiefer. Freunde pur! Ihr lügt! Wer sagt das? Sankt Nikolaus. Er hat den Römern beigebracht, was Weihnachten bedeutet.
Er hatte keine Angst vor ihrem Schwert. Er war sich nicht zu fein, an einen Gott zu glauben, der in einem Stall geboren wurde. Er war ein Heiliger, ein Held. Er war... Sankt Nikolaus hat niemals existiert. Es gibt ihn. Aber wer bist du? Ich werde dieses lästige Subjekt sofort entfernen. Nicht nötig, Schatz. Die Sache regelt sich von selbst. Denkt ihr an den gewissen Sackgebieter? Du sagst es, Schranz. Ich denke an den Sack. Wieder träumte ich. Derselbe Wald, dieselbe Hütte. Dieselben Stimmen rufen mich. Ich trete ein. Es ist stockfinster. Die rußgeschwärzten Wände dämpfen jeden Laut. Mich fröstelt. Jemand kichert in der Ecke. Da berührt mich eine Hand. Schwede? Schwede! Aber Schwedes Bett war leer. Nur die Sterne funkelten durch das scheunengroße Fenster. Mücke! Psst! Komm her! Wir sind im Fiedelsbett. Schwede? Ich hab nachgedacht. Schon wieder? Wir müssen weg. Noch heute Nacht. Etwa zur Hölle. Schwede, mit ein bisschen gutem Willen wirst du auf dem Arbeitsmarkt dein volles Potenzial entfalten. Warum wirst du nicht Friseur? Vergiss es. Böse Aufgetürmt zu großen Haufen wurden sie sortiert. Rief an das Christkind Nikolaus die heilige Lucia in den Ofen. Alles andere geht an den Weihnachtsmann. Weihnachtsmann? Weihnachtsmann? Früher hatte nur der Aschenmann die Post sortieren können. Seit die Kläuse lesen lernten, ging es fast 12-mal so schnell. Nur der Schweineklaus saß grunzend in der Ecke, fraß aus seinem Topf und wurde täglich fetter, während wir die Post sortierten und der Aschenmann mit steinernem Gesicht den Zundelkläusen zusah, die die Briefe an den Nikolaus, das Christkind und die heilige Lucia in den Ofen schaufelten. Feuerchen! Ach, Feuerchen! Zünd an! Zünd an! Zünd an! Zünd an! Nur bestimmte Wünsche sind dem Weihnachtsmann willkommen. Nur bestimmte Wünsche liest er gern. Eine Rennbahn. Ein Kaninchen. Eine neue Taucheruhr. Ein Jogginganzug. Locken. Ein Kaninchen. Glatte Haare. Heimroboter. Ein Klavier. Märchen. Ein Diamant. Locken. Ein Kasperletheater. Ein Trikot. Ein Alpenfeilchen. Glatte Haare. Eine Puppe, ein die lacht. Eine Puppe, die weint. Schwarze Socken. Schlagzeug. Bin ja schlechter. Ein Trikot der Nationalmannschaft. Eine Diamant. Eine Kiste Bier. Snowboard. Einen Jogginganzug. Bin ja schlechter. Braune Socken. Ein Klavier. Gelbe Socken. Rosa Socken. Braune Socken. Rote Socken. Unser Universum ist erfüllt von Wünschen. Sie sind überall. In den Sternen, in der Luft und auf den Bäumen. Die Luft wünscht Freiheit. Die Erde Festigkeit.
Die Sterne wollen glänzen, doch am meisten wünscht der Mensch. Wer die Wünsche eines Menschen kennt, ist sein Gebieter. Wer die Wünsche aller Menschen kennt, beherrscht die Welt. Umkreisten sich die Weihnachtsmänner, griffen zu und einer nach dem anderen verschwand, als hätte ihn der Sack verschlungen. Allerletzte Runde. Bleiben noch Maurelio, die Motte Porcellani und der Schwede. Feixend sammelten die Weihnachtsmänner sich zu einem Kreis. Eng und enger schlossen die Gewinner ihre Reihen. Finster ragte Schwede vor mir auf. Aber war das noch mein Schwede? Seine blonden Haare waren weiß, seine blauen Augen schwarz geworden. Glitzernd blickten sie ins Leere, hart und blank poliert wie Stein. Mücke ist kein Zwerg. Er ist mein Bruder. Dieser Ort ist böse, Schwede. Ganz bestimmt. Er ist mein Bruder. Lass uns fliehen, Schwede. Jetzt. Schwede. Mach ein Ende, Schwede. Steck ihn in den Sack. Welcher Dämmel hat sich da verspätet? Sagte ich nicht drei? Sagte ich nicht? Die Post ist da. Umtost vom Schnee, zerzaust von Wind und Wetter, stand eine hagere Gestalt im offenen Tor. Die schwarze Weste sturmgebläht, die Hosenbeine schlotternd, hob sie den rußgeschwärzten Bart. Immer ungebeten. Die Post ist da. Drei Wagen voll. Sieht an! Ächzend unter einem Berg von Briefen schoben sich gewaltige Räder durch das Tor. Vorneweg ein Ungeheuer, das den ersten Wagen zog. Hinter ihm ein zweiter Wagen, angeführt von einem zweibeinigen Ungetüm. Nach dem dritten Wagen und dem dritten Ungeheuer schloss der Aschenmann das Tor. Das soll alles sein? Drei Wagen? Das ist nur die Post aus Syl. Und die Post aus Kuba. Und Amerika. Und China. Wir bemühen uns. Ich brauche Hilfe. Jemanden, der lesen kann. Hier steht die versammelte Elite. Ist der Herr der Weihnachtsmann? Er ist euer Lehrer, Heidi. Er bringt euch das Lesen bei. Euer Lehrer? Ganz bestimmt nicht. Nein, ich bin... Du bist es, Junge. Ich habe lange nach dir gesucht. Mein Goldener. Mein Guter. Der Herr Lehrer. Der Herr Lehrer. Warum hat er das nicht gleich gesagt? Kommt er aus der großen Stadt und will nichts essen? Aber Ziegenmilch und Ziegenkäse aus der eigenen Verwendung. Und der gute Ziegenrat. Konfitüre, Krapfen, Bienenhonig, das wird dem Herrn Lehrer munden. Lehrer ist es wert. Iss und trink dich satt, mein Junge. Gleich beginnt dein Unterricht.
liebes Christkind. Christkind. Wie Kartoffel. Christkind. Jeden Morgen nach dem Frühstück hockten wir uns um den Tisch und lärmten. Alle Klöße waren da. Der Tannenklaus, der kalte Klaus, der doppelte, ja, genau. Die Zündelklöße, die Wüstendrillinge und Adelheid, Geburtstag. Die Ziege. Als Lesebuch benutzten wir ein Bündel alter Briefe. Richte auch Maria meine Grüße aus. Hier, aussortierte Post. Die kann der Weihnachtsmann nicht leiden. Lieber Weihnachtsmann, warst du immer schon so dick? Oder fehlt dir eine Frau, die dir gesundes Essen kocht? Das ist sehr wichtig. Ich bin schlank und Kochen ist mein Hobby. Also melde dich, wenn du noch nicht vergeben bist. Lieber Weihnachtsmann, ich sollte nicht an fremde Männer schreiben. Deshalb faxe mir eine Kopie von deinem Personalausweis mit Bild. Dann schicke ich dir Namen und Adresse. Und die Liste der Geschenke, die mir von Gesetzes wegen zustehen. Lieber Weihnachtsmann, ich habe keine Wünsche, denn ich bin ein reiches Kind. Ich besitze alles. Schönheit, Klugheit, Anmut und viel Geld. Einen und dazu noch einen äußerst großzügigen Charakter. Schneite wie Blütenblätter im April. Durchs Geäst. Später sammeln wir sie auf. Ich bin fertig hier. Ich kletter runter. Spar dir das. Wir springen weiter. So, von Baum zu Baum. Und vor, zurück, vor. Mit diesen Worten schwang der Tannenklaus sich auf dem höchsten Wipfel hin und her, bis er genügend Schwung besaß, um loszulassen und zum nächsten Baum zu springen. Mach's mir nach, Herr Lehrer. Komm! Okay. Und... Jahuhu! 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 So sprangen wir von Baum zu Baum und ernteten die Briefe. Im Abenddämmer liefen wir nach Hause. Die Körbe auf den Rücken vollgestopft mit Post. Den Rest sammelt die anderen Kläuse. Morgen in der Frühschicht. Darf ich dich etwas fragen, Tannenklaus? Ja, gewiss. Wer sind die Weihnachtskläuse? Wer wir sind? Frag mich lieber, wer wir waren. Stolze Kerle, wild und frei. Und wer seid ihr heute? Sklaven sind wir. Knechte. Diener eines falschen Herrn. Ist es der Aschenmann oder der Weihnachtsmann? Nee. Ich hab schon zu viel gesagt. Da vorne ist die Hütte. Die Hütte war viel größer, als ich nachts vermutet hatte. Links und rechts war sie ergänzt durch Schuppen für die Wagen, für das Werkzeug und die Post. Und aus ihrer Rückwand wuchs ein Turm, den ich zunächst für einen Baum gehalten hatte. Aber jetzt im Abendlicht erkannte ich den grauen Stein, die blinden Fenster und den glasgedeckten Helm des Turmes, der sich mit dem Rot der Abendsonne füllte, als sie leuchtend unterging. Ein Leuchtturm. Hier draußen im Wald. Das ist... Dieser Nikolaus, von dem du immer redest, ist er das ganze Jahr auf Wanderschaft? Oder hat er auch ein Haus? Er lebt in einem Leuchtturm, Schwede. In den Bergen. Dieser Leuchtturm. Fängt an. Du da mit den Sommersprossen. Mach es einfach so wie ich. Ho, ho, ho. Hä, hä, hä? Für den Anfang gar nicht schlecht. Noch einmal. Ho, ho, ho. Hä, hä, hä?
Na schön. Probieren wir es in der Gruppe. Die Japaner. Ho, ho, ho. Hi, hi, hi. Und die Schweizer. Ho, ho, ho. Hollerei. Bleiben noch die Russen. Ho, ho, ho. Singt es laut, singt es täglich. Ein anderes Weihnachten ist möglich. Zweite Lektion. Wie komme ich als Weihnachtsmann ins Haus? Durch den Keller, den Kamin, den Schornstein. Warum nehmt ihr nicht die Tür? Dafür gibt es eine Regel. Weihnachtsmänner klingeln nicht, sie klopfen. Haben alle eine Tür? Dann macht es so wie ich. Mit Eleganz und Grazie. Zeigefinger krümmen, tief ins Zwerchfell atmen und dann klopft ihr. Nicht zu leise, nicht zu leise. Hä? Voll krass. Ich sagte klopfen, Fiti. Boah. Nicht eintreten. Steht doch dort, tritt ein. Singt es laut, singt es täglich. Ein anderes Weihnachten ist möglich. Dritte Lektion, das Outfit. Haben alle ihr Kostüm? Die Motte. In meiner Größe gab es keins. Wenn du ein Kostüm willst, musst du wachsen. Die anderen stellen sich in einer Reihe auf. Das Kostüm des Weihnachtsmannes ist das A und O, die Quintessenz des Festes. Jedes Kind erkennt den Weihnachtsmann an seinem Outfit. Und es sieht sofort, wenn etwas nicht zum Outfit passt. Also, keine Armbanduhren, Zigaretten, Handys oder... Turnschuhe für Tim. Hey, ist echt imitiert. Ab morgen nur noch Stiefel. Und jetzt Lippenstifte raus. Lippenstifte? Bin ich Mädchen oder was? In euren Säcken